Ja, nun herzlich willkommen zu dieser Ankündigung, zu dem, was sich jetzt an diesem Wochenende hier so abspielen wird. Zuerst einmal habe ich ein kleines Projekttest-Dingen am Laufen. Und zwar haben mir ein paar Leute vor einer halben Ewigkeit gefragt, ob wir denn mal einen Discord-Server aufsetzen. Und in der Beschreibung findet ihr einen Link für den Invite, dann könnt ihr direkt reinkommen. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich so Live-Ankündigungen da rein machen, falls ich irgendeine Abstimmung habe, was wir spielen sollen oder ob ich irgendeine Idee habe, wie jetzt später gleich noch kommt, um die einmal zu verifizieren sozusagen, um eure Meinung dazu erfragen und ja, so ein bisschen chatten können wir da auch. Wie gesagt, das ist nur ein Projekt und für mich als kleinen YouTuber ist es sehr, sehr wichtig, dass ich viele Kommentare auf meine Videos bekomme. Einfach, dass YouTube denkt, der ist cool. Und deswegen sollte Discord dagegen arbeiten. Das heißt, ihr stellt dann nur Fragen im Discord oder so und keine YouTube-Kommentare mehr. Dann ist das schlecht und das möchte ich nicht. Ja, und dann gegebenenfalls, zum Beispiel, wenn wir Livestream-Projekte oder so haben, wo wir vielleicht auch mal mit euch spielen und vielleicht auch mit Voice Chat mit euch oder halt, wenn ich offline bin im Stream, dass wir da auch uns gegebenenfalls unterhalten können, ähnliches. Das wird man dann sehen, was sich dort ergibt. Dann kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Und zwar dachte ich mir, es wäre ein ziemlich cooles Ding, wenn wir mal ein bisschen mehr zusammenspielen und wenn es vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen besonders wird. Deswegen dachte ich mir, verkleiden wir es als 200 Abonnenten-Special, weil warum nicht? Dann habe ich da was gemacht. Und mein Plan ist es, dass ich für dieses Wochenende einen Minecraft-Server aufsetze, auf den ihr dann alle joinen könnt. Und dann können wir da zusammen spielen. Dann können wir, während ich streame, spielen. Oder auch, während ich nicht streame, spielen. Oder wenn ich gegebenenfalls, ich sag mal, die nicht so ganz so interessanten Streams, die poste ich auf Twitch. Und deswegen würde ich dann auf Twitch das vielleicht weiter streamen. So, das wollte ich natürlich einmal eure Meinung, bevor ich das Ganze jetzt direkt in Bewegung setze. Habt ihr Interesse überhaupt daran, Minecraft zu spielen? Wie gesagt, ich dachte mir, Minecraft hat jeder, können wir auf jeden Fall zusammen spielen. Deswegen habt ihr Interesse, Minecraft zu spielen. Findet ihr das eine coole Idee? Denn wenn nicht, dann können wir es auch einfach sein lassen. Aber ich dachte mir eigentlich eine ganz coole Idee, machen wir mal am Wochenende und gucken, wie das geht. Wie gesagt, den Server, ja, würde ich dann zur Verfügung stellen für dieses Wochenende. Ja, dann geht es natürlich auch um den Stream-Schedule sozusagen für dieses Wochenende. Und da dachte ich mir, müssen wir mal ein bisschen streamen. Und deswegen geht es direkt heute Freitag los. Ich denke, dass wir da gegen 19 Uhr, 18:30 Uhr, je nachdem, ich muss mich ja auch ernähren, dass wir dann einen Fortnite-Stream machen und dann gegebenenfalls später. Das ist noch nicht ganz klar. Das ist noch nicht ganz klar. Vielleicht spielen wir dann um 20:30 Uhr, 21 Uhr GTA Online weiter, den Heist. Das müssen wir erst noch klären. Oder wir spielen halt irgendwas anderes, Overwatch. Oder vielleicht fangen wir dann schon mit dem Minecraft-Projekt an. Ja. Dann würde ich sagen, am Samstag beginnen wir dann um 18 Uhr mit Minecraft. Und dann gucken wir, wie lange wir das machen. Und sonst hängen wir noch irgendwas anderes Cooles hinten dran. Und dann Sonntag entscheiden wir relativ spontan. Ich sag mal, 20 Uhr gibt es dann noch einen weiteren Stream. Und wie gesagt, je nachdem, ob euch dieses Minecraft-Projekt, wo wir jetzt mal zusammen spielen können, zusammen interessieren würde oder nicht, ändern wir natürlich, welche Spiele sozusagen in diesem Wochenende vorkommen. Ja, lasst mir einfach eure Meinung dazu in den Kommentaren da und dann hoffe ich, dass wir uns dann dieses Wochenende sehen. Tschüss!